Freiburg hat zwar die bessere Tordifferenz in diesem Spiel mit 53 zu 47 in die Halbzeitpause gegangen. Entschuldigung, aber die Tore sind entscheidend und die Schüsse, wo wir bei den Freiburgern noch keinen einzigen gesehen haben und bei den Stuttgartern eben einen, der ins Tor ging und ein paar andere. Und jetzt schon wieder die Stuttgarter im Angriff gewesen. Aber jetzt mal die Freiburger. Caliguri. Funk klärt. Kakao. Kakao sehr gut gegen Bastians. Aber Bastians stoppt Kakao. Rosenthal. Hätte abspielen müssen. Das ist ganz klar, dass der Gentner dazwischen geht. Kakao. Kakao müsste jetzt auch spielen auf Gebhardt. Gebhardt mit der Flanke. Da ist Progrebniak zu klein gewesen. Bastians. Caliguri. Sissé. Delpi erklärt. Und jetzt wieder die Stuttgarter. Progrebniak und Kakao. Das ist heute das Duo, was mir ganz gut gefällt. Progrebniak. Baumann. Sehr gut. Und jetzt Eckball für die Stuttgarter. Die zweite in diesem Spiel, die erste für die Stuttgarter. Gentner. Da war noch einer dazwischen. Und jetzt Einwurf für Freiburg. Caliguri. Nochmal. Jetzt kommt Kuzmanovic für Kakao. Das verwundert mich ein bisschen, weil Kakao hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Und dass er hier ausgewechselt wird, enttäuscht mich eigentlich ein bisschen. Denn wir haben von ihm sehr guten Fußball gesehen, aber auch von Kuzmanovic kann man sehr viel erwarten. Abdesatki. Del Piero klärt. Bart. Rosenthal. Muiza. Und jetzt Einwurf für Freiburg in der Nähe des Tores. Wieder. Aber jetzt noch ein bisschen näher dran. Abdesatki mit dem langen Einwurf auf Jano. Hat ja dieses auch so ein kurioses Tor im letzten Spiel gemacht. Gegen St. Pauli. Buka. Trash. Progrebniak. Jano klärt. Taski. Gentner. Buka. Buka hat auch im Spiel gegen Dortmund sehr gut gespielt. Aber hier noch nicht so die Glanzleistungen vollbracht. Audel kommt jetzt für Gebhardt. Molina wirft den Ball ins Leere. Audel. Buica. Und Einwurf für den VfB. Selotzi kommt jetzt für Funk. Jano, Caliguri. Caliguri muss spielen. Sissé! Abseits. Auf Abseits entschieden. Und das war hauchdünn, aber berechtigt. Berechtigt Abseits. Und Stuttgart noch clean mit den Fouls. 0 zu 4 Fouls. Kuzmanovic. Auf Progrebniak. Aber jetzt Kuzmanovic für Kakao gekommen. Geklärt. Abdesatki. Also da ist noch, sind zwar nur noch 10 Minuten zu spielen, aber da ist noch alles drin.
Progrebniak Baumann kommt da raus und hat das Ding dann in den Händen. Trash. Progrebniak. Putsche auf Caliguri. Ja, da hat er keine Chance gegen vier. Da hat auch ein Sissé keine Chance gegen vier Stuttgarter. Und Freistoß für die Freiburger. Nach diesem Fall von Kuzmanovic und Abdesatki. Trash. Oh. Taski auf Boka. Boka auf Prokorebniak. Trash. Was macht er denn da? Da hätte er auf Audl spielen müssen. Aber jetzt nochmal in der Nachspielzeit. Jetzt läuft die Nachspielzeit. Trash. Kuzmanovic. Jetzt müssen sie alles nach vorne werfen, um hier noch das 2:0 zu erzielen. Boka. Und jetzt dürfte es dann vorbei sein. Boka nochmal. Das ist die letzte Chance. Die letzte Möglichkeit. Und da ist es vorbei. 1:0 gewinnt der VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg. Und das nächste Spiel ist dann Eintracht Frankfurt gegen Mönchengladbach. Also bis zu dieser Partie.